Ich bin seit gestern Abend darüber informiert, dass ich Tatsachen in der gemeinsamen Sitzung im Rechtsausschuss und im Deputation in der letzten Woche verkündet habe, die nicht so der Realität entsprechen. Es geht insbesondere um die Fragestellung, waren wir in der Lage, auch bei Gefahrenverzuge das IKZ abzudecken und hätten wir sofort reagieren können. Das waren wir nicht. Ich hatte letzte Woche gesagt, ja, das IKZ stand dauerhaft oder stand im gesamten Zeitraum, der relevant war, unter polizeilicher Beobachtung. Und seit gestern Abend weiß ich, dass wir eine mehrstündige Lücke in der Bewachung des IKZ hatten, sodass objektiv da aus meiner Sicht natürlich auch eine Sicherheitslücke am Samstag entstanden ist. Deswegen habe ich mit dem Polizeipräsidenten über die Konsequenzen dieser Situation diskutiert. Er hat darum gebeten, dass wir ihn unterstützen bei den internen Ermittlungen. Und ich habe entschieden, dass ab heute der frühere leitende Oberstaatsanwalt Dieter Klein diese Ermittlungen übernimmt. Wir werden im Parlament und der Öffentlichkeit nach Ostern, das heißt sehr zeitnah, Dienstag, Mittwoch nach Ostern, einen umfassenden Bericht über diese Dinge vorlegen. Ich möchte, dass der Gesamteinsatz und die Maßnahmen, die wir dort getroffen haben, überprüft werden, weil ich, nach dem, was ich jetzt weiß, nicht nur individuelle Fehlleistungen erkenne, sondern auch strukturelle, was das Zusammenspiel der unterschiedlichen Einheiten betrifft. Und ich möchte gerne, dass das aufgeklärt wird. Das sind teilweise Dinge, die können passieren in der Hektik der Ereignisse. Aber unterm Strich sind auch Dinge passiert, die hätten nicht passieren dürfen. Und es ist nun unsere Verantwortung und Aufgabe, dass wir aus diesen Fehlern Konsequenzen ziehen. Es ist, wie gesagt, ja erfreulich, dass an diesem Wochenende nichts passiert ist. Das muss man auch nochmal sagen. Es gab keinen Anschlag und deswegen müssen wir uns mit diesen Maßnahmen auf die weitere Situation vorbereiten. Und diese Fehler dürfen sich einfach nicht wiederholen. Ich wäre erstmal ein bisschen vorsichtig, was Schlampereien angeht. Es ist ein komplexes Zusammenspiel. Es sind die verschiedensten Abteilungen unterwegs gewesen. Es gab einen ständigen Polizeiführer, aber darunter haben wir die Kripo, wir haben die Schutzpolizei, wir haben die Bereitschaftspolizei. Und das werden wir aufarbeiten, wer für welche Entscheidung die Verantwortung zu tragen hat.